Ja, was für ein merkwürdiger Traum. Und mit diesem beginnt unsere zweite Episode von Oceanhorn. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Die erste Nacht haben wir überstanden und die ersten drei Aufgaben haben wir schon erfüllt. Haben wir noch irgendeine neue? Tatsächlich nicht. Wir haben alle drei Sachen hier fertig. Aber wir könnten ja wieder bei unserem Kumpel hier vorbei. Bei dem Hermit oder Hermit oder wie auch immer er heißt. Oh, was ist... Moment, das ist so ein Vieh aus dem Traum. Ey, nein, nein, nein. Tust du mir was oder tust du mir nichts? Naja, wir machen es einfach mal kaputt. Es sieht so komisch aus. Schnelle Klinge, führe 10 erfolgreiche Combo-Angriffe aus. Wahnsinn. Okay. Die Dinger sind also nicht so beliebt. Hallo? Danke, Kleiner. Die Heizkette muss diese dunklen Kreaturen angelockt haben, so wie es dein Vater befürchtet hatte. Ungeheuer und böse Mächte haben die Welt aus dem Gleichgewicht gebracht. Wie bei deinem Vater ist dein Schicksal mit Oceanhorn verwoben. Es ist zwecklos, sich weiter zu verstecken. Old scriptures tell about sacred emblems, relics that hold the power of gods. Their purpose was to maintain the balance of the world, but they lost their power in the catastrophe, at the same time as Oceanhorn appeared. I believe that was no coincidence. To unravel the mystery of Oceanhorn, you must find out what happened to the sacred emblems. Here is what I know of them. The emblem of Earth that belongs to the Auru people is hidden in the Perta Desert that was once a vast and beautiful forest. Most of its beauty withered along with the Aurus, wise and fearless bird people. The emblem of Ocean belongs to Gilfolk, the people living in the waters of the world. Emblem of Ocean is a relic of their long past glory and former power. The emblem of Sun was the pride of Arcadia, a symbol of hope and determination for our kind. I will tell you more about it later. It is time to begin your journey. Seek the sacred emblems. This is the only way to get to Oceanhorn and find out what happened to your father. Na, das lassen wir uns doch nicht zweimal sagen. Wir müssen die Embleme finden. Ich finde ja, das Wasservolk hatte etwas Ähnlichkeit mit den Zoras, aber das kann ja auch nur purer Zufall sein. So, Hermit, was hast du denn noch zu sagen? Im Notizbuch deines Vaters findest du Informationen zu Inseln der unerforschten Meere. Zuerst solltest du mit den Bewohnern der Insel Tikarel sprechen. Nimm diesen Schlüssel, er öffnet das Tor zum Pier, an dem dein Boot vor Anker liegt. Gute Reise. Vielen Dank. So, neue Insel enthüllt. Geh auf die Suche nach dem Emblem der Erde. Auf deinem Weg solltest du mit den Bewohnern der Insel Tikarel sprechen. Das machen wir. Auf geht's. Ich hoffe, das war jetzt der Schlüssel für dieses Tor hier. Sonst gibt es ja, glaube ich, auch gar kein anderes. Und wir sammeln hier fleißig Erfahrungspunkte. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was das da drüben sein soll. Dieser Lavaklumpen. Ich habe keine Ahnung. Aber das werden wir sicherlich noch rausbekommen. Auf zu neuen Abenteuern! Was kann ich denn für Objekte wählen? Da oben rechts wird das Steuerkreuz-Symbol angezeigt mit Objekte, aber ich habe gar keine. Ja, so muss es sein. Noch etwas Chaos stiften hier. Ja, dann würde ich sagen, springen wir doch mal ins Bötchen. Möchtest du die Weltkarte aufrufen? Das möchten wir. Juhu! Kannst du mich hören, Kleiner? Ich bin es, Hermit. Ich kann durch diese mysteriöse Muschel mit dir sprechen. Vielleicht kann ich dir auf deiner Reise helfen. Unerforschte Meere, 2% fertig. Na, da haben wir ja eine Menge vor uns.
Das ist die Insel von Hermit. Ich nenne ihn jetzt Hermit, weil Hermit klingt ein bisschen komisch, ne? So, und hier ist Tikarel. Können wir noch irgendwo hin? Ich habe doch hier... Da rechts ist doch noch eine Insel, aber die können wir noch nicht. Naja, dann geht's hier hin. Setz die Segel. Windraker lässt grüßen. Ist mal gemein, ne? Spiele zu vergleichen, aber es lässt sich einfach nicht ignorieren. Wenigstens haben wir keinen Drachenkopf hier vorne am Boot. Das wäre schon noch ein bisschen zu krass. Können wir eigentlich gegensteuern? Ahoi, was für ein herrlicher Tag! Ich wünsche dir eine sichere Reise. Na, das war nett. Wir können auf jeden Fall nicht steuern. Aber wir haben einen Kompass. Ach nee! Ha! Das ist einfach nur die Karte. Okay. Oh, das ist aber schon schön hier, ne? Man muss irgendwie... Ist das ein Schloss in der Luft? Auf jeden Fall eine schwebende Insel. Oh, fahren wir da jetzt gegen? Also, ich würde gern wissen, ob wir hier irgendwie ein bisschen gegensteuern können, aber... Wie es aussieht, nicht. Mal schauen, was uns hier erwartet. Na, das war schnell dunkel geworden hier. So, wir haben drei neue Aufgaben bekommen. Arbeitstier, liebenswert und noch irgendwas, was ich nicht lesen konnte. You know, this was the life I always imagined for myself. There's no time to rest, though. I'll just ask for directions and move along. So. Dann springen wir mal raus. Willkommen auf Tikarel. Da steht auch nicht mehr drauf. Was haben wir hier noch? Wenn du die Lage einer Insel herausfindest, solltest du zu deinem Boot zurück und dir die Weltkarte genauer ansehen. Ja, vielen Dank, dass du mich wegschubst hier. Kirk. Sind Bomben nicht einfach wunderbar? Man kann sie nutzen, um neue Pfade zu öffnen und Objekte aus dem Weg zu schaffen. Du solltest welche auf der Bombeninsel kaufen, wenn sich dir die Möglichkeit bietet. Ah, es gibt eine Bombeninsel. Das ist ja super. So, ich wollte aber mal schauen, was wir jetzt für drei neue Aufgaben bekommen haben. Arbeitstier, bewege Kisten und andere... könnte das mal bitte nicht so schnell umschalten. Und andere Objekte 100 Mal. Liebenswert, bewahre den Frieden in Tikarel und gib im Shop 2000 Münzen aus. Ja, wir haben es ja. So, werte Dame. Lisa ist es. Ich liebe es, den Booten zuzusehen, die nach Tikarel segeln. Vor gar nicht langer Zeit habe ich ein seltsames schwarzes Boot gesehen, das auf der anderen Seite der Insel vor Anker ging. Wer war das? Werden wir noch rausfinden. Und da sind gerade wieder die kleinen Krabbelkäfer abgehauen. Ich bin gespannt, wofür wir die noch brauchen. Hier liegt wieder so ein Steinchen. Naja, wir gehen hier mal in die Hütte. John. Ah ja, okay. Doch nichts mit Hütte. Im letzten Jahr nahm ich an dieser dämlichen Reise zu den Welklanden teil. Ich hoffte, einen Ofru-Tempel zu sehen. Doch was ich sah, war nur fades Ödland. Ich hatte Sand in den Stiefeln und einen Sonnenbrand. Warum sollte jemand dorthin wollen? Okay, wir haben noch eine Insel enthüllt, die Welklande. Aber ich möchte jetzt hier rein. Oh, eine Ratte. Oh, 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 oh. Ey, was ist denn jetzt hier los? Das glaube ich ja nicht. Hallo? Du böse Ratte, ich wollte dir gar nichts tun. Es ist verboten, Gefäße zu zerbrechen. Ernsthaft. Huch. Ja, hallo? Na, ich lasse mir das doch hier nicht verbieten. Da ist meistens Geld drin. Oder auch nicht. Ist das hier ein Ofen? Oh, Moment. Und hier ist eine Notiz. In
Dan, ich hoffe, du hilfst bei den Frachtschiffen oder sonst wo, denn hier bist du nicht. Mr. Phil ist sauer, er hat irgendwo von unserem Rattenproblem gehört. Ich sagte ihm, dass die einzige Ratte in meinem Lager mein Assistent ist. Aber als ich herkam, saß eine dicke, fette Ratte neben den Fässern. Und das warst nicht du. Kümmer dich darum. Der Boss. Na, das ist ja ein rauer Umgangston hier. Aber die Ratte haben wir ja auch gerade erledigt. Oh, ein Herz. So, wo geht's denn hier hin? Die Abenteuergilde. Komm und lerne. Wir wollen lernen. Ist doch gar keiner da, oder? Ach doch, hier oben. Meister Abenteurer. Deine Abenteurerstufe wird ansteigen, wenn du Monster tötest, Aufgaben löst und Erfolge erringst. Die blauen Diamanten stehen für deine Erfahrung. Und je nachdem, wie viele du gesammelt hast, wird die Abenteuergilde dir die passende Stufe gewähren. Im Menü kannst du jederzeit nachsehen, wie viele Diamanten du noch brauchst, um die nächste Stufe zu erreichen. Ja, wie viel denn? Ah, nicht mehr viele. Ja, den stört das auch nicht, wenn ich hier alles kaputt mache. Du willst also Abenteurer werden? Mit meinen Tipps kann sogar ein Pimp wie du zu einer Legende werden. Vielen Dank. Es ist unwahrscheinlich, dass du die Stufe Meisterabenteurer erreichen wirst, sagte der Meisterabenteurer. Mann, bisschen mehr positive Energie hier. Auch der furchterregendste Gegner hat irgendwo eine Schwachstelle. Probiere einfach verschiedene Taktiken aus. Es ist keine Schande, wenn man flüchtet. So fangen wir gar nicht erst an, hallo? Gibt's hier noch was? Nee, hier ist nichts weiter los. Hier ist noch eine Kiste, aber mit der können wir jetzt gerade nichts anfangen. Hallo Mitu. Das Fest der Sonne ist eine wichtige Tradition für uns. Es reicht noch bis vor der Katastrophe zurück. Keine Dunkelheit der Welt könnte uns davon abhalten, unsere Göttin Sol zu feiern. Ich will hier rein. Nein, lass mich da rein. Ist aber ein schönes Häuschen hier. Die verstecken alle viel zu wenig Münzen hier. Unglaublich. Das ist Netis Tagebuch. Es wäre unhöflich, hineinzuschauen. Da hast du recht, das macht man nicht. Man guckt nicht in die Tagebücher von anderen Leuten. Hier ist noch ein Schild. Langustenhöhle. Eingang wurde durch ein Erdbeben verschüttet. Ja, das werden wir doch sicherlich hier noch freiräumen können, oder nicht? Das wird ja sicherlich hier nicht für immer gesperrt sein. Können wir eigentlich was mit dem Pilz hier machen? Nee. Oh, und noch so viele Leute hier zum Kennenlernen. Christopher, alle Fischer haben Angst vor der rastlosen Bestie, die in diesen Gewässern gesichtet wurde. Bei Einbruch der Nacht kann man ihre Urlaute hören, die jede Freude rauben. Und der Ladenbesitzer, willkommen in meinem Geschäft, womit kann ich dir dienen? Ah, hier können wir einkaufen. Wir müssen ja noch 2000 Münzen ausgeben, so viele haben wir noch gar nicht. Mehr Mana, Bombennachschub, zweite Chance, dein Tod wird, war nicht endgültig. Ein Leben hast du noch, das war schön. Pfeilenachschub, Herzen, altes Radargerät. Sieht kaputt aus, empfängt aber noch Signale. Ja, ist alles viel zu teuer. Und Dan, du siehst aus wie ein Abenteurer. Sieh mal in der Abenteurergilde von Tikarel vorbei. Dort kann man dir mehr über Stufen und so erzählen. Habe ich schon gemacht. Achso, und mit ihm haben wir schon gequatscht. Gibt's hier noch was? Nö. Achtung, dieses verlassene Haus kann jeden Moment einstürzen. Geh nicht in seine Nähe. Das sieht jetzt auch nicht viel schlimmer aus als die anderen. Straße zum Waldplateau. Nee. Hier ist ein Grabstein oder was? Arkadien. Achso, es ist ein Infostein. Die Vergangenheit wurde uns entrissen, doch nichts kann uns unsere Zukunft nehmen. So sieht's aus. Fahr
Pfad zum summenden Hügel. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr schöne Bezeichnung hier. Her mit der Erfahrung. Und wer bist du? Faye. Ich liebe die Atmosphäre hier. Bei gutem Wetter kann man sogar die Himmelsinsel sehen. Das ist bestimmt die, die wir vom Boot aus auch gesehen haben. Da geht's noch runter. Dann gehen wir doch gleich mal gucken. Oh, ist das Feuerwerk? Er hat Feuerwerk. Das ist gar nicht vorhin gesehen. Und wer bist du? Ach, das ist die Neti. Das Fest der Sonne naht. Mein Vater ist mit den Vorbereitungen für sein Feuerwerk beschäftigt. Niemand darf zum summenden Hügel, bevor seine Arbeit nicht erledigt ist. Das ist Netis Gemüsegarten. Dann schauen wir einfach mal, was es hier noch gibt. Geht's da runter oder können wir das runterschubsen? Moment. Oh, oh Gott, wir können auch runterfallen. Oh, hey, hier sind Zora. Also, nein, Entschuldigung, es ist kein Zora, es ist das Wasservolk. Mann, ihr wisst schon Bescheid. Ein Sammler. Ich habe auf der ganzen Welt Blutsteine gesammelt. Ich fand sie in den Gewässern der Welt, kann aber keine Orte jenseits des Wassers betreten. Hey, warum hilfst du mir nicht? Wenn du mir genug davon bringst, bekommst du etwas ganz Besonderes von mir. Ja, dann mache ich mich doch mal los, oder? Blutsteine sammeln. Die Frage ist nur, wo kriegen wir die her? Aus dem Gebüsch schon mal nicht. Vielleicht erzählt der oder die ja noch was. Nö. Schade. Aber wahrscheinlich werden wir ihn erkennen, wenn er vor uns ist. Ah ja. Oh, eine Flaschenpost. Hallo Ophelia, meine Reise war toll, aber leider wurde ich auf dem Heimweg seekrank. Glücklicherweise wusste der Kapitän, wo man sich ausruhen kann, bevor es weitergeht. Er nannte es Sandbank. Hier konnte ich wieder zu Kräften kommen. Das ist also noch eine neue Insel, die Sandbank. Gut, jetzt sind wir hier also schon recht weit rumgekommen, aber ich weiß, es ging hier noch irgendwo weiter. Das habe ich gesehen. Genau, hier hinten müssen wir mal lang. Da unten ist ein Tor. Ich würde gern hier hoch. Wie kommen wir denn hier hoch? Hm. Ach Mensch, ist das hier nicht wieder die Neti? Ach nee, das ist Faye. Die sehen aber auch gleich aus. Dann gehen wir mal kurz hier am Tor gucken. Ah, okay. Das geht tatsächlich nicht auf. Wir müssen irgendwie hier zum Haus kommen. Aber da kommen wir nicht so einfach hoch. Können wir hier den Baumstamm nehmen? Hm, vielleicht reicht das aus. Oh, nein. Ach Mann, da oben sollte der gar nicht hin. Ach, wir können ja auch mal in die Taverne hier. Da waren wir noch gar nicht drin. Kento. Es heißt, dass sich das Königreich Arkalien vor 1000 Jahren, noch vor der Katastrophe, vom Norden bis zum Süden erstreckte. Es gab auch noch andere Königreiche und jedes wurde von einem heiligen Emblem geschützt. Ja, und wir sind auf der Suche. Oh, und hier ist die Rattenplage. Hallo. Es sind echt viele Ratten hier. Weg mit euch. Ich würde euch ja nicht umbringen, wenn ich nicht müsste. Die können sich auch einfach verkrümeln.
Komm her. Sehr schön. Jetzt haben wir also alle Ratten hier umgelegt. Und in den Flaschen war mal wieder nichts drin. Geht's hier noch weiter? Also das sieht doch aus, als ob man hier irgendwie langkommt. Aber irgendwie auch wieder nicht. Sehr schön. Jetzt haben wir das da schön hochgeworfen. Ja, schade, dann geht's ja gar nicht weiter. Ich habe ja gehofft, dass da noch irgendwas ist. Oder es kommt noch irgendwie. Vielleicht hat ja jetzt irgendjemand von den Bewohnern hier mitbekommen, dass ich die Ratten weggeräumt habe. Oh, Moment, war was? Oh, er erzählt noch ein bisschen mehr. Das hat er gerade gesagt. Und die Welklanden waren einst ein großer Wald der Ovrus. Das Emblem der Erde war im Waldschrein versteckt. Das ist also der Waldschrein unser Ziel. So, weiß jetzt einer, wo ich hier hin muss? Was für ein herrlicher Tag. Dann gehen wir mal ganz kurz zu ihm hier noch. Ja, das Fest der Sonne ist eine wichtige Tradition. Das hatten wir schon mitbekommen. Ich dachte nur, er will uns jetzt was Neues erzählen. Aber irgendwie will er nicht. So, und hier waren wir schon. Der hat bestimmt auch keine neue Info. Das kennen wir alle schon. Also ich will jetzt auch nicht schon wieder ablegen, ne? Das bringt ja nichts. Können wir hier noch irgendwie auf das andere Boot drauf oder so? Nee. Ja, Bomben sind wunderbar, aber... Ah, wir brauchen Bomben. Doch, stimmt. Wir brauchen Bomben, damit wir das wegsprengen können. Hier vorm Eingang. Aber die waren doch viel zu teuer. Da reicht doch unsere Kohle jetzt am Anfang gar nicht. Also ich gucke nochmal kurz, was das kostet, aber ich glaube, wir haben noch nicht genug. Bombennachschub noch nicht auf Lager. Ja, das ist nämlich das Problem, junger Freund. Was haben wir denn hier noch? Also wir müssen die Kisten bewegen, aber das ist ja alles nicht wirklich hilfreich, um voranzukommen. Ich würde gerne in das Haus. Will das kaputt machen? Nö. Ja, ja, das Haus kann einstürzen. Lass mich doch einfach mal dahin. Aber hier haben wir jetzt auch nichts Neues. Und da unten sind wir ja schon runtergefallen. Frag mich gerade, wo wir hier lang müssen. Nach da hinten? Wir können ja mal rüberschwimmen. Ach so, verdammt. Kommt wieder überhaupt. Doch, das schaffen wir, oder? Schneller, nicht ertrinken. Bitte, 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 bitte. Och, na klar. Gestrandet. Das glaube ich doch nicht, ne? Habt ihr das gesehen? Das ist ja wohl ein Scherz. Wie sollen wir denn da rüberkommen? Der Weg ist ja nun nicht wirklich weit. Kumpel. Komm, pack mal dein Schwert weg. Wir schaffen das schon. Knapp, knapp, knapp. Aber wir sind rübergekommen. Das sah aber schon gut aus, wie er da auf einmal am Strand lag. Oh, also sag mal. Hat er das gesehen? Du brauchst dich gar nicht so zu verstecken. Ich krieg dich ja trotzdem. So, mit ein bisschen Abstand. Na los. Schade, ich dachte, ich könnte das reflektieren. Oh, und jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das überhaupt so gewollt, dass wir hier quasi schon drüben sind? Ah, Moment hier. Ich muss... Oh, verdammt. Ich muss das mit dem Schwert zurückschlagen eigentlich, glaube ich. Nein? Doch nur mit dem Schild. Ja, komm.
Mann. Na los. Na also, geht doch. So, wir haben auf jeden Fall wieder einen Stufenaufstieg. Du bist ein Wanderer. Du erhältst eine Kürbiskernkanone für dein Boot. Cool. Wir gehen jetzt hier erstmal runter. Wer weiß, was es hier so Schönes gibt. Wieder so eine lustige Fledermaus. Oh, noch eine. Das könnte auch so ein Golbert sein, ne? Sieht das so ähnlich aus. Komm her. Ist aber schön, wie gut ich damit beim Schwert rankomme, obwohl die eigentlich so ein bisschen höher fliegen. Ist hier noch irgendwas drin im Busch hier? Oder in den Korallen? Was auch immer das sein soll. Nö. Nö. Hey. Na dann nicht. Schleichen wir uns mal hier lang. Oh, da passen wir nicht durch. Schade. Schade, schade. Hier sind noch zwei Kisten. Die können wir halt auch nicht ziehen. Also ich habe noch nicht rausbekommen, ob wir Kisten irgendwann mal ziehen können. Aktuell geht das nicht. Aha, jetzt haben wir auch das Arbeitstier erledigt. Wunderbar. Mehr Erfahrungspunkte sind immer gut. Ist hier schon irgendwas los? Oh, jetzt sind wir wieder rausgegangen. Ich wollte nicht raus. Wir müssen da unten nochmal kurz ein bisschen durchgucken. Ich meine, wir haben ja die Minimap da, aber so viel ist da jetzt auch nicht zu sehen. Und da wir nicht springen können oder irgendwo hochklettern können, bringt uns das ja auch nichts. Ich hätte ja gedacht, dass es hier irgendwo lang geht. Das sieht ja schon so aus, aber irgendwie... Mal hier. Ach, hier. Okay. Jetzt sind wir also eine Etage höher rausgekommen. Alles klar. Hier haben wir wieder so eine kleine Rätselanlage, würde ich sagen, wenn hier diese Steinflächen sind. Oh, Herzen sind immer gut. Also hier ist gerade nichts los. Müssen wir was am Feuer machen? Stein ins Feuer werfen oder so? Hm. Der rollt ein bisschen zu weit drüber. Los, wirf. Okay, der rollt jedes Mal runter. Aber hier oben muss dann da irgendwas sein. Wir sind doch jetzt nicht aus Spaß hier oben, oder? Was gibt's hier noch zu entdecken? Ja, das Tierchen, das kennen wir schon. Das hat uns ja vorhin schon geärgert. Ich möchte gern wissen, wo es jetzt hier eigentlich lang geht. Oh, wir müssen was an dieser, an diesem Rad da machen. Vielleicht müssen wir das aufhalten. Wobei mich das ja auch... Ach, Moment. Moment. Müssen wir vielleicht hier die Steine darauf werfen? Oder den Stein erstmal? Nein? Sieht nicht so aus. Da ist noch ein Herzchen. Können wir hier hochklettern, oder? Hm. Also ich meine, diese Steinkugel, die liegt ja hier nicht ohne Grund, oder? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie einfach nur so da ist.
Komisch, komisch. Ich meine, wir können ja auch nichts machen, ne? Wir können natürlich jetzt wieder komplett runterspringen, aber irgendwas muss hier oben noch passieren. Können wir die noch irgendwo anders mit hinnehmen? Haben wir noch irgendwas übersehen? Da drüben ist auch noch so eine Kugel. Ich meine, wir brauchen ja nicht mal mehr den Schlüssel hierfür, aber irgendwas muss da sein. Also wir müssen bestimmt in das Haus. Das könnte ich echt wetten. Da müssen wir bestimmt hin. Aber können wir hier auch irgendwie noch runterspringen? Hier kommen wir runter. Tja, aber wie kommen wir da rauf? Da müssen wir hin. Moment. Hier hinten waren wir doch aber... Oh, da ist eine Schatztruhe. Aber da kommen wir bestimmt auch nicht so schnell ran. Ja, das wird noch interessant, wie wir da irgendwie hochkommen. Ach so, das war die Straße zum Waldplateau. Ja, hier möchte ich hin. Und da komme ich nicht rauf. Und da ist eine Leiter. Das heißt, es muss ja irgendwo ein Haus geben, wo wir irgendwie reinkommen und dann da hochklettern können. Moment. Ich muss noch schnell was gucken. Ich habe eine Idee. Vielleicht ist da ja noch irgendwie was in der Taverne irgendwie. Wir waren doch da im Keller. Möglicherweise gibt es da ja... einen geheimen Weg oder sowas? Schauen wir einfach nochmal. Vielleicht habe ich den ja übersehen. Aber wahrscheinlich auch nicht. Hier ist immer noch so eine dicke Ratte. Habe ich die vorhin übersehen? Okay, aber hier ist nichts. Hier ist wirklich nichts. Komisch. Na gut, ich würde sagen, wir schauen uns beim nächsten Mal nochmal ein bisschen um, wo es denn hier weitergeht. Wir wollen schließlich noch das komische Häuschen da besuchen gehen und auch ja irgendwann mal den ersten Tempel besuchen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Und wenn ihr Tipps und Tricks und Hinweise habt, dann immer her damit, ab in die Kommentare. Ich freue mich drüber. Also dann, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao!